Der Herr sagt: Wehe den Gefangenen dieser Welt! Warum bleibt ihr im Gefängnis? Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 24. Februar 2006 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für all jene, die Ohren haben und hören. Das Gefängnis ist geöffnet, doch ihr bleibt drin. Ihr haltet an eurer Rebellion fest und seid unwillig, eure Sünden aufzugeben. Hört meinem Wort zu, du Haus von Jakob. Hört meiner Stimme zu, all ihr Gefangenen von Israel. Und lasst alle auf den Inseln Erkenntnis empfangen. Denn der Mund des lebendigen Gottes hat gesprochen. Lasst jeden Stamm, jede Sprache, jedes Volk und jede Nation das Wort des Herrn vernehmen, von jenen, die in der Wüste und in trostlosen Ländern wohnen, bis hin zu allen, die in den Städten leben, wo Satan wohnt, bis zu all jenen, die weit über das Land verstreut sind, bis an die bitteren Enden der Erde. Hört die Stimme des Herrn eures Gottes. Denn das sagt der Herr: Kommt heraus und demütigt euch, ihr Menschen der Erde, bereut all eure bösen Taten, dreht um von all dieser Ungerechtigkeit und kehrt zu mir zurück. Denn ihr habt mich ganz sicher vergessen. Ihr leugnet meinen Namen ohne Unterbruch und ihr schüttelt eure Fäuste gen Himmel, während ihr die Erlösung Gottes ablehnt. Seht, ihr spuckt auf den Namen und ihr entheiligt mein Wort ohne Unterbruch. Deshalb hört meiner Stimme zu, sagt der Herr, denn ich bin gekommen, und schaut, das Urteil wird vor mir brennen, und eine große Zerstörung wird zurückbleiben. Wehe jedem hohen Berg, wehe jedem erhabenen Hügel, wehe allen hohen Orten, allem Hohen und Erhabenen. Wehe allen, die versuchen, sich selbst über den allmächtigen Gott zu erheben. Wehe den Giganten dieser Welt und dem mächtigen Unterdrücker. Wehe allen, die den Armen auf die Finger treten und von den Bedürftigen stehlen. Wehe jedem verborgenen und dunklen Ort. Wehe all jenen, die sich im Offenen und Geheimen zusammenschließen, um meinen Leuten zu schaden. Und wehe, sogar dreimal wehe allen, die die Unschuldigen töten, und wehe allen, die mit ihnen übereinstimmen. Eine doppelte Portion Zorn ist für euch reserviert, und noch einmal das Doppelte. Wehe allen, die Gott vergessen und ihre Hurereien öffentlich und ohne Hemmung zur Schau stellen. Ihr werdet meinem Zorn auf keinen Fall entkommen, wenn er kommt, denn ich werde mich rasch um euch kümmern. Volle Vergeltung, entsprechend dem Beispiel von Sodom und Gomorra. Und obwohl ihr mich vergessen habt, Tage ohne Ende, ich habe euch auf keinen Fall vergessen. Schaut, ich habe mich an eure Sünden erinnert und ich kenne eure bösen Taten. Und das, worüber ihr im Dunkeln gemutmaßt habt, ist nicht verborgen vor mir. Deshalb habe ich euch trostlos zurückgelassen, denn keiner hört die Stimme des lebendigen Gottes im ganzen Land, außer jene, die ich zu euch gesandt habe. Denn viele werden nach Brot suchen, aber es wird ihnen nichts gegeben werden. Viele werden durstig sein, aber ihr Becher wird leer bleiben, sagt der Herr. Denn nicht eine Wasserquelle fließt rein und nicht ein Stück Brot wird frei und ungesäuert angeboten. Alles ist verdorben, trockene Knochen in einer Wüste großer Ungerechtigkeit und Sünde. Schaut, die ganze Welt befindet sich in einer Hungersnot. Jeder Tisch ist mit Fliegen bedeckt. Ein Schmaus voller Abscheulichkeiten ist immer vor ihren Augen.
was sie leer und hoffnungslos zurücklässt. Denn keiner hört zu, noch gibt es einen, der es beherzigt. Denn alle schreien laut und sagen: Werft diese Fesseln von uns, lasst uns allein, denn wir gehen unseren eigenen Weg. Unser Wissen hat über den Himmel hinausgereicht und unser Ego regiert. Deshalb haben sie ihren Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Grab sind sie in Übereinstimmung. Deshalb beginnt mit deiner Wehklage auf den trostlosen Höhen, denn der Herr hat die Generation seines Zorns abgelehnt und verlassen. Ja, ruf den Herrn aufrichtig und in Wahrheit an, mit tiefer Reue über alles, was ihr getan habt, und ich könnte noch Mitleid haben mit euch. Ruft euren Gott an, beugt euch nieder vor den Füßen eures Erlösers und gesteht: Wir haben Böses getan, wir haben eine große Ungerechtigkeit begangen im ganzen Land. Und jetzt sind wir trostlos und verlassen, hungern und enorm durstig. Heile uns, o Herr, denn wir haben alles Brot aufgegessen und jedes Fass zerbrochen, und wir haben in die Becken der lebendigen Wasser gekotet, aus welchen wir hätten trinken sollen. Wir sind gewiss elend, unglücklich, arm, blind, taub und nackt. Rette uns, o Herr. Deshalb sagt der Herr, der Gott von Israel, zu all jenen, die nahe sind, und zu all jenen, die weit wegbleiben: Geliebte, ich habe euch schon errettet. Ich habe das Lamm Gottes gesandt, welches vom Anbeginn der Welt erschlagen war. Er war in die Welt gekommen, und ihr wolltet ihn nicht annehmen. Gesegnet sind jene, die ihn empfangen haben. Gnade deckt sie zu. Er kommt wieder, und ihn habe ich ausgegossen über jede Nation. Doch ihr ärgert euch über ihn. Gesegnet sind die Durstigen, jene, die innig aus seinem Becher getrunken haben. Sie sind von seiner Herrlichkeit erfüllt. Schaut, er wird hinausrufen. Er wird gewiss einsammeln. Aber ihr werdet ihn weder sehen noch hören. Gesegnet sind jene, die Augen haben, die sehen, und Ohren, die hören, denn sie werden sicher von diesem Ort gegangen sein. Und keiner wird sie finden, denn sie haben beides, meinen Becher akzeptiert und empfangen, angefüllt mit dem Blut der Versöhnung. Doch jetzt muss ein anderer Becher ausgegossen werden, und diese Generation wird gewiss davon trinken. Schaut, sie werden ihn in vollen Zügen zu spüren bekommen. Denn es ist der Kelch meiner Abrechnung, und er wird euch verzehren. Denn ich bin der Herr, ich ändere nicht. Demzufolge, wie ich meine Feinde in der Vergangenheit bestrafte, so werde ich meine Hand gegen diese extrem boshafte Generation ausstrecken. Deshalb, gesegnet sind all jene, die den Namen des Herrn an jenem Tag anrufen. Denn wie es geschrieben steht, es wird geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, errettet wird. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird es Erlösung geben für das Überbleibsel, welches der Herr rufen wird. Denn es ist auch geschrieben: Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Deshalb hört zu und beachtet diese Trompete, denn das Wort des Herrn wurde hinuntergesandt. Und schaut, es ertönt in den Ohren meiner Wächter und widerhallt in den Herzen meiner Zeugen. Deshalb sollt ihr meinen Wächtern Beachtung schenken und meinen Zeugen gut zuhören, denn sie werden euch durch den Sturm führen. Ja, sie werden gewiss in der Mitte beispielloser Schwierigkeiten ausharren, dem Überbleibsel zuliebe,
welches der Herr rufen wird.